Hey Leute, Lars hier. Ja, ein Relive-Video. Wie kommt's? Ich hatte überlegt, wir sind ja bald bei 100 Abonnenten. Und da dachte ich mir, könntest du dich eigentlich langsam mal zeigen? Und ich dachte mir, wenn du dich schon mal zeigst, kannst du direkt dein Zimmer mit zeigen. Es ist logischerweise nicht aufgeräumt. Sieht hier nicht unbedingt gut aus. Und ich bin gerade am Hausaufgaben machen, hier Geschichte. 4 Seiten habe ich schon und habe die Hälfte jetzt fertig. Es wird ja noch was. Und ja, wie gesagt, ich hatte gedacht, bei den 100 Abonnenten geknackt, könnte jetzt langsam mal ein Relive-Video kommen. Ich hatte sowieso immer den Drang, eins zu machen. Aber ich dachte mir, nee, lohnt sich eigentlich nicht. Und ja, ich hoffe, man versteht mich relativ gut, denn ich nehme übers Handy auf, denn diese geknackte Webcam meint hier nicht aufnehmen zu müssen. Weiß nicht, wie ich das unbedingt regeln will. Und zusätzlich heute noch ein paar Informationen. Aber ich werde erstmal gucken, dass ich das Video so hinbekomme. Also euch alles zeige und dann werde ich zu den Informationen kommen, die noch eventuell von Vorteil sind. Und ja, dann würde ich euch jetzt gerne mein Zimmer zeigen. Also ich sitze im Moment an meinem Schreibtisch. So, das Handy jetzt mal genommen. Hier am Computer, da sind die Hausaufgaben, die anderen Schulsachen. Da war ein Kuchen von meiner Freundin drauf, die bis eben da war, die hat die mir gebacken. Hier noch ein paar Fotos. Hier, da. Bayern. So soll es sein. Hier Bayern-Uhr, alles von Bayern. Ich bin meiner Geburt. Da hängt auch passend das Bayern-Trikot. Bayern-Bettwäsche. Also wenn es einen Fanboy gibt, dann bin ich es. Also wie gesagt, hier nehme ich meistens auf. Beziehungsweise mache Hausaufgaben. Sitze so am PC, wenn ich im Internet bin. Und hier hätte ich eigentlich echt ein bisschen aufräumen können. Aber nun ja, passiert. Ja, hier ist mein Sofa. Ein bisschen unaufgeräumt mit 2 Decken, weil meine Freundin bei mir gepennt hat. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt 2 Decken. In der Nacht werdet ihr keine Decke mehr haben, wenn die Freundin bei euch pennt. Die wird sie immer eiskalt wegnehmen. Hier mein schöner Fernseher, wo ich immer schön Xbox drauf zocke. Da unten steht die Süße. Ja, hier, wie eben gezeigt, mein Bayern-Zeugs. Hier mein Bett. Ist jetzt halt, ist kein Bettwäsche drauf, weil die jetzt auf dem Sofa liegt. Aber ich denke mal, ist so jetzt kein Problem. Und hier einfach nur ein kleiner Schrank. Obwohl ich mich eigentlich nicht so viel in meinem Zimmer aufhalte, denn ich trainiere im Moment sehr viel, also Fitness, und da haben wir jetzt hier, da, zack, über mir, wenn man da hinten die Treppe hochgeht, kommt man da oben sozusagen auf den Dachboden, das ist kein richtiger Dachboden, der ist schön ausgebaut, also es ist eine schöne Wohnfläche theoretisch, wo halt die ganzen Fitnessgeräte stehen und so, und ja, da trainiere ich im Moment sehr viel, deswegen bin ich kaum am PC. Ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal vom Zeigen her. Ich könnte euch ungefähr einen Überblick wie ich hier zu Hause wohne. Ja, was soll ich noch groß sagen? Genau, die Infos. Also bald 100 Abonnenten. Danke, danke, danke. Wir sind richtig stolz auf uns. Wir sind noch schöne Grüße an Chris. Was wir vorhaben, ist auf jeden Fall, die 100 Abonnenten jetzt möglichst schnell zu knacken. Wir sind aktuell bei 98. Und bei 100 Abonnenten schalte ich eine kleine Montage von mir frei, die ich jetzt zusammengestellt habe. Und sage als Mini-Spezial, das Special, denn bei 100, lass mich nicht lügen, 111 oder 118, irgendwie sowas, endet ja die Verlosung. Das ist eigentliche Special. Aber ich dachte mir, für bei 100 kann man auch so eine Montage dazu schieben. Wir haben auch noch eine Montage auf Lager, die habe ich frisch fertig gemacht. Die eine, die 100 Abonnenten, dauert 2 Minuten und die andere 5 Minuten. Und ja, das sind eigentlich jetzt so die Pläne von den Montagen her. Jetzt hat der Chris noch die Formel 1 Videos hochgeladen, also guckt die bitte, ich finde sie relativ lustig anzusehen. Und in Zukunft wird noch ein bisschen Minecraft kommen, ich habe leider kaum Zeit Minecraft zu spielen. Und der Chris, der kommt auch irgendwie nicht auf meinen Server, also das geht technisch nicht, da ist irgendein Fehler. Und jetzt versuchen wir noch ein bisschen mehr auf die Gameplays zu kommen, wir müssen mal schauen, wie das mit Black Ops 2 ist. Denn der Yannick würde sich vielleicht holen, also wir hoffen es, denn Chris und ich werden, soweit ich weiß, nicht holen. Ich will sowieso die ganze Zeit nur auf FIFA spielen, deswegen wäre das wenig Sinn der Sache, wenn ich mir dann noch ein Spiel kaufe, denn die sind inzwischen verdammt teuer. Und ja, das war es eigentlich so an Informationen und Relive. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Commentary. Haut rein, ciao.